da kommt noch eine Spurverbreiterung drauf. Also nee, keine Spurverbreiterung, sondern eine Kotflügelverbreiterung, damit das Ganze zulässig wird. Das ist eine neue Felge, die nicht teuer ist. Die kostet rund 700 Euro, kann man ruhig sagen. Ich sage jetzt mal gar nichts. Die Rechnung kommt noch. Die Rechnung kommt noch. Aber es ist okay. Preis-Leistung ist in Ordnung. Aber die Spur wird so, die Spur wird so krass verbreitert. Das ist so geil, oder? Ich freue mich schon auf die Rückfahrt. Ich denke, er wird nicht mehr springen in den Spurrillen mehr. So, ich habe eine kleine Bitte. Minimum, ja, so 8-9 cm wird er rausgekommen sein. Ja. Ich habe eine kleine Bitte, wenn du mir mal kurz erklärst, viele Leute machen zu viel Luftdruck drauf, ja, beim Daily 4x4. Nein, das sollte man nicht. Also ein Reifen muss immer eine Beule unten an der Seite haben, damit er eine große Auflagefläche hat. Muss. Hätte er gar keine Beule an der Seite unten. Das heißt, er hat höchstens Zentimeter Auflagefläche und spätestens bei der Vollbremsung hast du keinen Grip und rutschst nur weiter. So, wir können dir mal kurz zeigen. Das ist die alte Felge und die hat die Besonderheit, die ging praktisch nach innen, ging die Felge. Die geht nach außen und die Felge geht nach innen. Das ist eine ET 100, das ist eine ET 115 Felge, das heißt, die geht nach außen und das müsste eine ET, wenn man das mal sieht, wir haben sie drüber lackiert, siehst du nicht mehr. So, ist aber nicht so schlimm, die geht auf jeden Fall nach außen. Genau. Die geht nach innen und die Felge praktisch war hier festgemacht und die ist hier drin, deswegen kommt die so ein Stückchen raus. So, und das macht natürlich für die Spurstabilität, ist das mega, oder? Ja, jeder Zentimeter Breite ist Spurstabilität. Und du kommst nicht mehr in die Fahrrillen rein von der Autobahn. Sag mal, wenn jetzt hier so Winter ist und du bist unterwegs mit deinem LKW, ja, da kann ja mal eine irgendwas passieren auf der Autobahn, oder? Ja, ich fahre auch Panne auf der Autobahn. Am Seitenstreifen wechsle ich beim LKW die Reifen. Ist dir nicht kalt manchmal? Ja, dafür habe ich ja schon zwei Hosen an, ne? Das ist Standard. Das ist Standard. Dann wird hier drunter noch eine zweite Hose angezogen und dann geht das schon. So. Aber so die Hände kalt und so, das passiert, oder? Ja, doch, das passiert. Ich habe teilweise zwei Paar Handschuhe an, damit das nicht ganz so krass wird. Aber jetzt geht's, der ist ja noch relativ warm gerade. Sag mal, das ist ja schon gefährlich, wenn du stehst an der Autobahn schon mal. Ja, die Autofahrer werden auch immer bekloppter. Also ist schon Krieg auf der Straße. Das ist krass, aber du bist echt ein Held des Alltags, weißt du das? Ja, nee, nicht wirklich. Ne? Finde ich aber schon. Absolut, absolut. Also ich hatte auch immer Respekt früher, also... LKW-Reifen. Da muss man Respekt haben, da sollte man aufpassen. Ja. Mir ist schon Sachen passiert, wir sind schon neben mir, sind schon PKW stehen geblieben, haben mich beschimpft, warum ich da überhaupt stehe und arbeite. Also ist schon so einiges. Ja. Ist schon nicht ohne. Ja, ist es denn meistens so, dass die Polizei dir ein bisschen hilft, dass entsprechend absperrt? Also nur wenn auf der linken Seite was ist, dann kommt die Polizei, holt absperrt, Autobahnmeisterei sperrt die Spur. Aber alles, was auf der rechten Seite ist, machen wir relativ zügig. Okay. Weil du willst ja auch schnell wieder von der Autobahn runter. So, und wenn man da mal reinguckt, darf ich mal reingucken? Da ist eine komplette Werkstatt drin. Ja, da ist alles drin. Von Montagemaschine, da oben hängt die Bombe, falls die Luft nicht reingeht. Die ganzen Pylone hast du vorne, hinten die Blinklichter. Dann hast du da hinten noch so eine Stange zum Abziehen, zur Vorsicht. Eigentlich ist alles drin, was du brauchst. Sag mal, was hast du gelernt? Bist du, ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Aber den Job hier mache ich jetzt seit 15 Jahren. Sag mal, du bist doch unersetzbar, oder? Ah nee, ersetzbar ist jeder, ne? Wie man so schön sagt. Das heißt, du fährst auf der Autobahn mit dem LKW. Genau. Und die Leute wissen ja gar nicht, was da drin ist. Die denken, du willst irgendwas transportieren. Das weiß keiner. Also wenn die meisten da reingucken, die gucken auch genauso wie sie. Erstmal ein bisschen, ne? Was ist das denn alles? Darf ich das mal sehen, was drin ist? Ja, klar. So, komm, wir schauen uns das mal an. Das heißt, wenn also... Kai, komm mal mit. Schnell. So, der Kai, komm mal mit. Einmal rein, das ist doch die vorderen. So, die Druckluft. Das waren die hinteren. Die vorderen habe ich zuerst gemacht, deswegen. Ne, die waren alle gewuchtet. So. Ich habe vor allem wieder Luftpulver reingeschmissen. Ist so laut hier, warum? Weil das Unterfluggerät arbeitet. Ich habe hier ein Unterfluggerät runter und das ist mein Bedienteil. Ach, Druckluft. Genau. Also ich habe ein komplettes Unterflurgerät, deswegen muss auch die Maschine vorne mitlaufen. Und der ist Strom? Leise. Und ja, ich habe sogar Starkstrom hier. Du hast Starkstrom? Ja, ja. Okay, das heißt, sagen, du hast vorne... Ding ist noch relativ leise. Wenn du einen Kompressor und einen Generator hast, dann verstehst du kein Wort mehr. So, was ist das für eine Maschine hier, die ich sehe? Das ist die Montagemaschine. Ich kann ja mal anmachen. Dann kann man hier... Montierst hier mit die LKW-Reifen. Sag mal, das Gewicht von so einem Reifen, was wiegt denn so ein Ding? Der große 80 Kilo und der kleine so um die 70, 65 Kilo, ohne Felge. Und du gehst wahrscheinlich am Wochenende noch ins Fitness, oder? Nee, das brauche ich nicht. Das habe ich genug hier.
ich mache ja auch noch Vollgummis und Bandagen und alles. Die sind ja dann, geht's, und EM-Reifen. Da hat mir einen EM-Reifen, wo ich eine Vollbremse machen musste, hat mir das Ding rausgeschlagen. So ein EM-Reifen wiegt um die 800 Kilo mit Felge. 800? Ja. Ja, aber wie kriegst du das hin, dass sie hier drauf kommen? Ja, das ist Übung und Technik. Also da machst du nicht viel mit Kraft. Ah, der Reifen rollt. Die ganze Montagestange, das ist auch so eine Hilfe, um den Reifen abzumachen. Die habe ich hier eigentlich nur drin zum Unterstützen, wenn ich anbocken muss. Okay. Habe ich auch schon mehrmals gebraucht, das sieht man ja. So, das Ding habe ich mir über Jahre hinweg aufgebaut. Und wie ist das vorzustellen? Wie kriegst du jetzt so einen Reifen da runter von der Felge? Wie gesagt, die wird hier eingespannt. Ich habe jetzt keine Felge. Die wird hier eingespannt und mit dem Finger drückst du die Felge runter. Spreizen. Genau, drückst du rein, einschmieren und dann einmal runterziehen. Sag mal, das klingt so einfach, Kai. Ich habe vorhin zugeschaut. Also ich habe gesehen, er hat so ohne Kraft gemacht. Brauchst du jetzt richtige Technik und Werkzeug, dann kriegst du es hin, ja. Das ist aber krass. Also der war ganz entspannt bei der Arbeit. Der hat alles an Bord. Das heißt, du brauchst die Leute eigentlich, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie runterfährst nach Tunesien, ihn am besten im Schlepptau, oder? Ja, klar. Und ich meine, ich bin beruhigt. Ja. Ich habe auch immer Angst davor, dass man mal einen Platzer hat und du stehst irgendwo alleine und es regnet. Aber wenn man weiß, so Leute sind unterwegs, doch klasse. Ja, ja, die Helden des Alltags. Erstmal dir vielen Dank. Kein Thema, immer wieder gern. So, für den Wechsel. Und er nimmt jetzt die Felgen mit, die alten eigentlich? Nee, die bleiben hier. Zwei nehme ich mit als Reserve und der Rest bleibt hier. Stark. So, und das sind die alten Felgen, die sind ja gar nicht schlecht, muss man sagen. Aber du hattest eine Unwucht. Ich hatte hinten, beide waren nicht mehr auswuchtbar, ja. So, und die waren halt quasi kaputt. Dann hast du die bekommen und ich hatte eben das Grinsen, hätte ich mal filmen sollen, als die drauf gemacht wurden. Die Spur ist jetzt so breit, da kommt noch eine Kotflügelverbreitung drauf, damit das dann auch konform ist. Aber sieht er jetzt nicht männlich aus? Cool. Ist cool und ich bin sehr gespannt aufs Fahren. Ich denke, er wird jetzt wirklich nicht mehr in den Spurrillen tanzen, sondern wie ein LKW hinterherlaufen. Also jetzt ist er ähnlich von der Breite. Ja, das ist so. Also ich muss auch sagen, viele sagen ja, dass der Daily 4x4, die Straßenlage wäre so schlecht. Ja, das kann ich gar nicht bestätigen. Also meiner liegt wie ein Brett auf der Straße. Er ist ein bisschen rau, ein bisschen unruhig, aber eigentlich bin ich zufrieden. So. Ja. Ja, du hast ihn selber gebaut. Ja, mehr oder weniger. Ja. Also hier bei Iveco das Basisfahrzeug gekauft. Hier bei West oder wo? Hier bei Iveco West. Die haben ihn damals als Ausstellungsfahrzeug mit Tageszulassung oder zweimonatiger Zulassung verkauft. Dann habe ich mir einen Kabinenbauer gesucht. Das war Nomad Camper in der Nähe von Waldshut-Ting im Schwarzwald. Der Alex, der hat die Kabine nach meinen Vorgaben eigentlich gebaut. Wir haben das zusammen entwickelt. Ist sie gut, die Kabine? Ist gezeichnet. Ich bin sehr zufrieden mit der Kabine. Ja. Ja. Er hat auch die Fenster gleich mit eingebaut. Ja, da ist da noch ein Spoiler drauf. Ist er so zu kaufen? Den Spoiler habe ich gemacht, ja. Selbst oder wie? Ja gut, gekauft, lackiert und montiert, ja. Du hast einen Durchstieg, oder? Nach vorne? Ich habe einen Durchstieg, ja. Unter dem Spoiler ist sogar noch eine Kiste. Echt? Ja, da habe ich dann irgendwie das Stand-Up-Pedal oder sowas drin. Den muss man leicht demontieren, aber es geht relativ einfach. Du bist Weltreisender, oder was bist du? Nee, noch nicht ganz. Nee, ich bin selbstständig seit 3 Jahren und kann mir erlauben, auch mal ein bisschen länger wegzufahren. Nach vielen Jahrzehnten Industrietätigkeit passte das ganz gut, das Projekt, ja. Arbeiten aus dem Auto, oder ist das so, dass du das trennst, wenn du jetzt fährst und sagst, jetzt bin ich am Reisen, jetzt mache ich keine Arbeit mehr? Das ist eigentlich besser. Wenn man es richtig trennt, ist besser. Dann genießt man das Reisen besser, aber ich bin zwischendurch auch am Arbeiten. Ja. Aber dann sind die Urlaubstage auch anders. Die sind dann wirklich unterbrochen. Ja. Ist aber stark, wie weit da rauskommt der Reifen. Der sieht jetzt richtig gut aus. Cool, ja. Also ich bin auch wirklich überrascht. Ich habe ihn schon mal an einem Daily gesehen hier vor ein paar Monaten hier bei Iveco, als ich hier war. Und als wir dann gemerkt haben, die Felgen bringen es nicht mehr, die Unwucht kriegt mir nicht mehr raus. Dann habe ich den Umstieg jetzt geplant und jetzt haben wir es realisiert und ich bin wirklich ganz gespannt auf die Rückfahrt. Ja, ja, ich arbeite ja jetzt neuerdings für KCT, Achim, und du hast das Preiswerte drin. Das war outbound, ja. Ist an sich auch ein gutes Fenster, muss man sagen, oder? Ich bin zufrieden bisher. Bei der Dachluke war der Dämpfer, ein Gasdruckdämpfer, kaputt nach 3 Jahren, haben sie aber kulant mir einen neuen gegeben. Gut, das ist ein kleiner Artikel. Ist das da oben Rost oder bilde ich mir das ein? Nee. Das ist so Flugrost. Nee, das ist einfach Dreck. Dreck, sehr schön. So, das heißt, das ist ein Echtglasfenster mit drin, das dämmt auch ordentlich. Also draußen, ja. Ist drinnen viel zu hören eigentlich? Nee, ist gut, super. Ist leise. Ich habe gestern auf der Raststätte eine Telekonferenz gemacht
und habe ganz gemütlich da drin gesessen, beheizt und warm und trocken. Ja, ja, du hast einen süßen Hund, den habe ich eben schon mal getestet. Ja, der ist ganz lieb. Wenn du mal kurz zu mir kommst und dann zeigen wir es mal von hinten, stell ich mal nach links, dass wir das sehen. Du hast ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug. Das Fahrzeug ist hochgradig geländegängig. Das ist der 7-Tonner, oder? Das Fahrgestell. Das ist der 7-Tonner, abgelastet aber auf 5,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Er hat reisefertig ca. 5,2. Hat einen Zwischenrahmen, der hinten fixiert ist und vorne federgelagert. Also es ist eine Mischung zwischen schlechte Wege und geländegängiges Fahrzeug. Er das heißt, der ist in der Lage, sich zu verschränken vorne, ja, oder? Ja. So, und deswegen ist auch der Faltenbike ist drin, das heißt, er kann sich bewegen. Genau. Das ist viel, viel besser wie das System, was ich habe. Ja, das System, was ich habe, hat natürlich den Vorteil, ich habe mehr Platz. Aber deine Kiste, die könnte wirklich durch die Sahara durch, oder? Ja, klar. Also der hat, uns ging es vor allen Dingen um Bodenfreiheit, schlechte Wege und wirklich so ein bisschen abseits der Mainstream-Straßen zu fahren. Und wir waren dieses Jahr in Kappadokien, sind da wirklich querfeld eingefahren. Und die Ballons da morgens zu sehen, das war ganz cool, ja. So, das B steht wahrscheinlich für Bayern. Na, also bitte. Das war ein Scherz. Die wahre so. Borussia natürlich. Ja, klar. So, du bist aus MTK, das ist in der Nähe von Koblenz? Nein, in der Nähe von Frankfurt-Wiesbaden. Frankfurt-Wiesbaden. Mein Taunuskreis heißt das so. Und ja, ich bin ganz stolz auf deine Felgen. Die sehen jetzt hier von der Seite noch viel besser. Ich bin begeistert. Das passt zu dem gesamten Auto. Ich habe die Radläufe, hatte ich auch erst dieses Jahr gebaut. Weißt du, wenn das so ist, vor 3 Jahren habe ich ihn abgenommen, er ist über den TÜV gegangen und danach baust du noch einiges. Da hatte ich keine Seitenkisten. Die Radläufe habe ich dieses Jahr erst gemacht. Den Gastank hatte ich schon, einen größeren Tank habe ich auch dran gebaut. Unterfahrschutz sind meine Sandbleche. Ja, das ist auch ganz praktisch. Ein Gastank ist auch sehr praktisch, oder? Das ist gut, kannst du überall betanken. LPG gibt es eigentlich fast überall. Habe ich auch. Also muss man sagen, also ich fahr zur Tankstelle, dann habe ich wieder entsprechend die Heizung für 4 Wochen. Ja. Also man braucht sich um nichts zu kümmern. So, drinnen, wir können es ja nochmal zeigen für alle, die den Daily nicht kennen. Der hat wahrscheinlich ein Automatikgetriebe, was hat er drin? Genau, der hat das Automatikgetriebe. Da ist auch der Findus. Das ist der Findus? Ja. Der goldig. Der ist ungefähr wie alt? Der ist 4. 4? Ja. Also noch ein ganz junger. Und er ist gerade, die Jungs, die sind ja immer läufig, oder? Quasi. Er ist, der ist jetzt ein bisschen, ist laut und er ist ein bisschen lange hier drin gewesen. Okay, das heißt, er geht jetzt gleich nochmal raus. Griechenland, den haben wir gerettet quasi. Ja. Über so eine Organisation. Bleib drin, Findus, bleib. Was sitzt? Oh, ist der goldig. Ja, der sieht ganz schön wild aus, oder? Nee, der ist ein ganz lieber, aber er spielt gerne. Ja. So, was hast du drin? Funk hast du auch drin? Das habe ich gerade zum Testen drin, aber irgendwie entweder funktioniert es nicht oder es ist kein Funkverkehr. Dann habe ich 4 Kameras ums Auto rum, da oben siehst du den Monitor. Ach so, 360 Grad oder was hast du? Oder nee, 4 Cams kannst du umschalten? Nur 2, eine oben, also falls ich unter Brücken, wo es knapp wird, durchfahre, sehe ich halt, ob noch Luft ist und dann habe ich 3, glaube ich, hinten, ja. Sag mal, ist das schon blau gewesen hier, das Kundschaftteil? Das war alles so, ja, ja. Das war blau. Ja. Ist ja fancy. Ja, uns hat er gefallen. So, wir machen mal schnell zu, dass der Hund nicht rausgeht. So, da ist das Sandblech, das ist zeitgleich auch ein Unterfahrschutz. Genau. So, er kommt, er will wahrscheinlich noch eine Unterschrift. Also, du bist jetzt hier bei Weco West, bist auch ganz zufrieden mit dem Service. Die haben mir heute, wenn Ventil war kaputt am Verteilergetriebe. Ja. Das war eigentlich alles, was war. Und die haben mir geholfen. Die haben einen Mann da drin, der kennt sich so gut aus, oder? Ja, ja, die sind hier, ich glaube, die verkaufen die meisten Daily 4x4 in Deutschland und haben entsprechend Kompetenz hier. Ja. So, LKW-Pannenservice, du hast dich schon immer gefragt, wo werden denn hier die entsprechenden Reifen gewechselt? Das ist der Mann, der kommt hierher und der ist mega. Also Dennis ist der Hammer. Ja, war cool, war echt cool. So, wir gehen mal rein, ist kalt. Und da sind noch Lampen drin, die sind hell, die Lampen eigentlich. Sind die gut? Die sind leider nicht sehr stabil und schon das zweite Set, aber die habe ich als Zusatzbeleuchtung, insbesondere wenn man nachts mal irgendwo steht und es ist sehr dunkel. Ja. Okay. Aber da kommt noch eine bessere Lösung hin. Ja. So, dann gehen wir mal hoch. Die Tür, die war schon dabei und das ist eine ordentliche Tür. Also mit die Türen und die Klappen vom Kofferraum sind von Nomad Camper gebaut. Von Nomad Camper. So, der kam so. Massiv mit 3 Stangenschloss. Und der war aber komplett leer, oder wie? Die war leer, die Kabine, als sie kam. Richtig. Komplett leer? Okay. Ja, da war also hinten die, im Prinzip den Kofferraum hat er mir mit eingebaut. Warte, ich komm mal rein zu dir. Ich mach die Tür zu, komm, es ist kalt. Oh. Das ist feucht. Oh,
Truma. Boah, ist das leise jetzt. Ja, schön, gell? Und warm. Die Truma läuft, steht auf 19 Grad. Truma D6, also super, bin ich sehr zufrieden. Eine D6, eine Dieselheizung hast du drin? Nee, die ist mit Gas. Okay. Ja. Also das hatte ich mitbestellt, dass er das quasi fest einklebt. Okay. Und ich glaube eine Wand und den Rest habe ich dann selber gebaut und ein paar Möbel habe ich dann von einem Schreiner bauen lassen. Ja. So, da hinten hast du eine riesengroße Klappe. Und das war meine Idee, die Panoramaklappe, genau. Die ist schön. Ja, die ist super. Und viele sagen, ach, das ist Schnickschnack. Aber ich hatte früher Kastenmobile selber ausgebaut und ich habe es immer geliebt, mit dem Heck am Meer zu stehen und abends die Klappe aufzumachen. Und das habe ich jetzt auch. Ne? Das Krasse ist ja absolut die Geländefähigkeit von dem Auto hier. Der hat ja 3 Sperren, man bräuchte eigentlich nur 2. Ja. Die dritte, ich glaube, die ist halt dabei. Das ist eigentlich ein Militärfahrzeug hier, der Daily. Ja, dafür ist er gebaut. Ja. Der ist auch von Iveco Defense, wird er auch vertrieben. Ja. So, die Küche, das heißt... Küche haben wir relativ hoch gemacht. Ja. Etwas niedriger, damit wir hier Raum haben. Also wir sind zu zweit mit Hund, damit man auch Platz hat. Warte, ich stelle mich mal hier in die Ecke, weil das ist doch sehr, sehr kompakt, das Fahrzeug. Aber du hast eine ganz tolle... Eine Außenmaße von 4 Metern Länge. Ne? 4 mal 2,20. Das heißt, innen hat man dann 4 minus 11, also 3,89 lichte Breite. Und die muss man schon sehr gut verbauen. Und wir wollten vor allen Dingen viel Luft haben, wenn man sich hier drin aufhält. Ne? Dass man wirklich Platz hat, aneinander vorbeigehen kann. Ne? Die Dinette gerade, also ich habe lange gemessen und eben die Küche ein bisschen schmaler und ein bisschen höher. Ja. Wie ist denn jetzt die Innenbreite? Die ist wahrscheinlich 2 Meter? 2,20, 2,09 Meter, genau, 2,20. 2,09 Meter, das heißt, du kannst dich hier hinlegen mal zwei. Auf einer Breite von 2 Metern, oder? Ja, Bett ist natürlich lang genug, definitiv. Ja. Schlafen hier drin ist schön? Ja, super. So. Wir haben relativ wenig, ich habe eigentlich eine kompakte, kleine Luke nach oben, weil da kommt viel Licht, aber auch viel Wärme rein. Ne? Das ist krass. Ich habe das mal mit einer Wärmebildkamera habe ich die mal gemessen. Sorry, ist so heiß. Ist so kalt draußen gewesen. Okay. Mir frieren gerade die Hände ein, deswegen bin ich so ein bisschen am Rumstottern. Also wenn es heiß ist, habe ich im Prinzip aus dem GFK-Panels habe ich eine Abdeckung, für die man außen drauf als Beschattung gebaut und dann geht's gut. Lass mal gucken. Also das sieht man ja hier eigentlich schon ganz gut. Das Fenster isoliert, da steht sogar das Wasser drauf. Das macht dem nichts, oder? Ja, der steht auch im Freien das ganze Jahr. Und der hat jetzt so hoch Schnee, hatte ich gestern noch drauf. Ja. Der ist ja dafür gebaut. Der kann ja überall praktisch eingesetzt werden in der Wüste. Der kann am Strand sein, im Nordkap, oder? Ja, dafür ist er gebaut. Und ist ein robustes Auto. Mhm. Und hat natürlich so seine Kinderkrankheiten gehabt. Ist Verteilergetriebe, mal wieder. Ist Verteilergetriebe. Ich habe das dritte drin jetzt, ja. War aber auch so, man sollte immer zu einer Werkstatt fahren, die sich echt gut auskennt. Gerade was hier das Verteilergetriebe angeht. Also ich war jetzt auch in Saarbrücken an der Iveco-Werkstatt. Die haben natürlich keine 4x4 gehabt. Die kannten das Verteilergetriebe nicht. Ja. Der hätte ja natürlich sehen können, das Magnetventil war kaputt. Jetzt sind wir hier zu Iveco West gefahren. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl wie hier. Der ist dahin, hat das gesehen. Und die Leute hier, die sind so spezialisiert auf diesen 4x4, oder? Ja, sind sie definitiv. Also wie gesagt, die verkaufen wohl die meisten in Deutschland. Ich habe ihn auch hier gekauft, deswegen bin ich natürlich auch immer wieder hierher. Aber habe auch in Mainz geholfen bekommen. Ich war auch schon bei Iveco in Thessaloniki, bei Iveco in Izmir. Die sind alle sehr bemüht, oder? Die sind alle sehr bemüht, nur bei der Elektronik haben dann viele gestreikt. Und wenn es dann das Bauteil nicht hat, das war natürlich dann auch schwierig. Ich habe also 3 Monate auf dem Bodycomputer gewarten müssen, leider, bis dann auch eine Fehlermeldung verschwunden ist, die einfach nur da war. Und am Ende war es vielleicht sogar noch nicht mal das Teil, sondern ein korrodierter Stecker. So, und das ist der Durchstieg, der kann richtig zugemacht werden, genau, damit du den im Fährverkehr auch schön zumachen kannst. Genau, das ist vor allen Dingen von der Lautstärke her beim Fahren angenehm. Und wenn du natürlich vorne heizt, also heute früh in die Hände, die Heizung noch nicht lief, kommt hier die kalte Luft nach vorne. Mhm. Da ist ein Fahrradbalk, den habe ich auch nochmal isoliert. Okay. Mit Amaflex und innen drin mit Schaumstoff, weil der hat sehr geschlagen und da kommt natürlich auch Kälte und Lautstärke. So, er klopft. Warte mal. Da ist er. Wo läuft das denn überhaupt? German Television. German Television. German YouTube. Television. YouTube. Alles klar, damit ich auch mal gucken kann. Dankeschön. Hier, ciao, Dennis. Tschüss. Vielen Dank. Ja? Der Dennis. Ja, cool. Den habe ich auch noch mal, isoliert. Und an sich stehen wir jetzt mitten im Bad.
ich sehe es gerade. Hier ist eine Trockentrenntoilette. Dusche hast du auch? Und Dusche ist ganz einfach. Nichts ist so beständig wie das Provisorium. Da ist eine Metall, eine Edelstahldusche drin. Mhm. Und ganz am Anfang habe ich hier diese Platte mal gemacht, damit wir losfahren konnten und TÜV und so weiter. Und die ist bis heute beständig. Du bist ja selbst Informatiker, aber wo hast du das her mit dem Handwerk? Das muss man schon drauf haben. Wie während dem Studium bin ich schon LKW gefahren. Dann habe ich meine ersten Busse ausgebaut während dem Studium. In das den 80ern mit dem Hanomag in die Türkei, so der Klassiker, ja. Es sieht alles gut gemacht aus. Es sieht jetzt nicht so aus, als hätte das zum ersten Mal sogar die Fugen sind schön gezogen. Wer hat die gemacht? Du selber? Ein Teil hat der Alex gemacht, der das gebaut hat, aber die hier drinnen noch verbaut wurden, habe ich gemacht. Fugen ist aber, das mag ich nicht so. Es sieht aber trotzdem gut aus. Naja, aber es ist so eine Arbeit, die nicht so Spaß macht. Eine Trenntoilette hast du drin? Das ist eine Trenntoilette, genau. Kann man jetzt aufmachen. Tüte oder was ist das? Tüten. Wir machen Tüten und ganz wichtig ist es, richtige Streu zu nehmen. Wir nehmen immer diese Kokosflocken. Aus dem Ikea. Ist das Kokos oder Bambus? Das sind diese Ziegeln im Prinzip. Die kenne ich aus dem Ikea. Die sind auf jeden Fall besser als so ein Katzenstreu oder sowas. So, jetzt ist von der Stehhöhe, ich bin ja 1,83, ist ordentlich. Das sind 1,97 und hier jetzt ein bisschen weniger durch die, aber wenn ich in der Dusche stehe, ja, für mich langt es locker. Ja. Dann habe ich hier noch ein Ventilatorfenster rein. Sag mal eine Frage, wenn du hier so ein Ding selber baust, hat man da einen ganz anderen Bezug zu, wenn das so dein Baby ist? Ja, natürlich, denke ich schon. Und auch während des Ausbaus ist natürlich sehr spannungsgeladen. Du weißt ja nie, klappt das mit dem TÜV alles und so weiter. Und da bin ich auch sehr stolz. Den Innenausbau habe ich in 2,5 Monaten inklusive TÜV hingekriegt. In 2,5 Monaten? Ja. Da bauen Leute Jahre dran. Ja, ich hatte auch jeden Tag Zeit, sagen wir es mal so. Okay. Also nicht nebenher und abends gebaut. Ja. Aber ich habe Elektrik, Gas, Wasser habe ich alles selber gemacht. Ja. Elektrik, Gas, Wasser, okay. Ja. Strom, was hast du an Strom an Bord? 100 Amperestunden Lithium-Ionen. Das langt ja. Votronik, ja, so, damit haben wir angefangen. Ich sag mal, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich dann heute verändern. Ich habe dann auch noch ein Panel mehr oben drauf gebaut dieses Jahr. Also Strom kann man eigentlich immer so viel wie es geht haben. Aber wir haben, wenn wir im Sommer unterwegs sind, koche ich Wasser mit dem 220 Volt Heißwassergerät. Solar hast du dann am Dach, oder? Ja, ja. Also 360 Watt auf dem Dach. Ja, hier schön ist natürlich, das ist der Platz für den Hund. Und du hast einen ganz normalen PVC hier drin. Das heißt, das ist super zu reinigen, ne? Ja, das ist auch schon der zweite, glaube ich. Und das ist ein kleiner Zwischenboden. Das ist mein Winterboden, weil unten drunter ist der Heißluft belüftet. Echt? Ja, klar, damit ich warme Füße habe. Guck, ich stehe ja hier barfuß. Hier an der Stelle nur oder das ganze Auto? Das ganze Stück. Also hier ist warm Luft drunter, ja. Oh, das ist gut, weil ich bin so eine Frostbeule. Ich krieg sofort kalte Füße. Ich auch, genau. So, dann ist drin ein Kissmann. Darf ich mal reingucken? Ja, ja, klar. Kissmann. Ich bin jetzt nur ganz kurz unterwegs. Warte, ich zauber gerade. Ich bin sehr zufrieden mit Kissmann. Muss ich echt sagen, das sind schon. Ich habe schon mehrere verbaut. Leise auch? Geht. Da gibt es jetzt modernes. Aber wir haben auch gesagt, wir nehmen einen nicht so großen. Weil als Gag haben wir dann noch. Ach, nein, eine Truhe. Eine Truhe von Kissmann. Mhm. Die läuft jetzt nicht, aber wenn du unterwegs bist, Bier. Ist das schon ganz toll. Ich habe schon gesehen, immer da. Genug Wein und Bier, ja. Wein und Bier, ja. Das ist aus der Nähe von Frankfurt, muss es ja sein. Dann hast du hier was hingehangen, das ist auch sehr praktisch. Das hat meine Frau gemacht, die Claudia, die macht sowas. In ihrer kleinen Manufaktur. Die Möbel hat sie auch gemacht, genau. Die hat sie selbst gezogen, oder? Ja, ja, das haben wir alles. Und der Schaumstoff, wo ist der her? War das so ein Block? Habt ihr selber? Nee, haben wir bestellt. In der ersten Charge nicht ganz so gut. In der zweiten, die habe ich jetzt gerade ersetzt. Die waren zu weich. Ja. Und da gibt es in Frankfurt das Schaumstoffhaus. Das hatte ich schon. Das Schaumstoffhaus in Frankfurt. Ich glaube, so heißen die. Ja, die haben mir das auf Maß gemacht. Und Tisch hast du alles selber gebaut? Tisch alles selber. Sag mal, ist dann irgendwann mal der Punkt, wo du sagst, jetzt kann es mal langsam fertig werden, so nach 2-3 Monaten, wo du dann... Ja, es ist ein Projekt. Also du hast in einem Projekt eine Phase 1 fertig, die war so mit TÜV und der ersten Reise fertig und danach hast du weitere Phasen. Aber im Moment muss ich sagen, ich habe, glaube ich, auf der Liste im Moment nichts mehr drauf, was ich noch zu verändern habe. Also da bin ich jetzt mit den Felgen klar, das war jetzt das Letzte. So, du hast mich auch gleich erkannt. Wir beide kennen zusammen den Tobi, muss man sagen. Wir werden jetzt nicht verraten, warum wir den kennen.
Das wird vielleicht die Zukunft irgendwann mal zeigen. Aber du bist Mitglied in einer Gruppe, die sich unter anderem um Iveco Daily 4x4 kümmert. Richtig, ja. Wir haben also eine Iveco-Verteilergruppe, die ein netter Mensch aus dem Schwarzwald pflegt. Und da tauschen wir auch so Erfahrungen und ja auch... Ich muss da rein. Ideen aus, ja, den Link gebe ich dir dann, ja. Wir hatten sogar eine Gruppe für das Verteilergetriebe der ersten Version, was sehr laut war. Mhm. Da war sogar ein Ingenieur dabei, der Christian Hoffmann, der hat das zerlegt und der hat das so ingenieurhaft aufbereitet und hat ein eigenes Gehäuse gegossen oder fräsen lassen, das dann leiser ist, ne? Es gibt, man muss das erklären, das ist hier praktisch ein Militärfahrzeug. Dem Militär ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob das gerade verzahnt ist und sinkt. Ja. Das sinkt ein bisschen. Ja, also ein Verteilergetriebe und überhaupt LKW-Technik ist natürlich nie ganz leise. Und da sind vielleicht viele enttäuscht, die so von einem Standard-PKW oder VW-Bus dann auf sowas switchen. Ich bin mit dem ersten lauten Getriebe fast ein Jahr gefahren, war eigentlich ganz zufrieden. Und du hast es isoliert, ein bisschen gedämmt, ja. Ja, genau. Ja, Tobi und ich, wir haben zusammen gedämmt. Da gibt es jetzt ein Video, am Sonntag wird es veröffentlicht. Wie dämmt man einen Iveco Daily 4x4 von unten? Ich habe nochmal eine Zusatzdämmung jetzt gemacht. Ich habe mir jetzt eine Fußmatte gekauft und drunter mit Armaflex noch gemacht. Und das bringt richtig viel. Okay, ich habe auch Armaflex unten drunter gemacht. Ja, ja. Und noch Schaumstoff und dann eine Gummimatte und noch Teppich drüber. Also, aber es gibt natürlich für die Blechseiten, also die Seiten von den Führerhäusern, da gibt es dann extra nochmal dünne Materialien, die Vibration rausnehmen. Mhm. Ja, Alu-Butyl zum Beispiel, damit es nicht so dröhnt. Also das ist ja auch so ein Thema. Ja, es gab jetzt eine Vibration. Wie hast du das gemerkt mit den Felgen? Das war praktisch... eindeutig, dass da irgendwas von den Rädern kommt. Es war eine Unwucht und dann habe ich das feststellen lassen und dann hieß es, die kann man nicht mehr auswuchten. Und dann habe ich das damit verbunden, den jetzt, ich sag mal, abzugraden auf bessere Felgen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich auch, ja, absolut. Also, denn ich werde es jetzt auch bestellen. Also ich habe sofort gesagt, die muss ich haben. Und da hat er auch gelacht. Der Kollege hat gesagt, ja, die habe ich extra in Holland machen lassen. Er selbst kommt, glaube ich, auch aus den Niederlanden. Also so ein bisschen von der Sprache, denke ich mal, könnte sein. Ist ja auch nicht weit weg. Niederrhein würde ich. Oder Niederrhein, ja. Ja, genau, hier oben aus der Ecke irgendwie. Aus der Ecke. Cool. So, das schönste Ziel, du warst jetzt schon in Griechenland und die Story war ziemlich interessant, denn du warst mit einem lauten Geräusch auf die Fähre gefahren. Ach so, das war vor 2 Jahren, ja. Kaputtes Verteilergetriebe kurz vor der Fähre und dann in Griechenland und in Saloniki bei Iveco hervorragend betreut worden. Und dann leider mussten wir dann halt 10 Tage warten oder 11 und zwar die ganze Zeit unsicher, wann kommt ein Getriebe. Aber das, was sie gemacht haben, war gut. Also vom Service her, wenn man in Iveco-Reichweite ist, immer alles gut. Auch in der Türkei waren wir dann bei Iveco mal. Ja. Aber die letzte Reise... Fast 9000 Kilometer ohne Probleme bis Kappadokien dieses Jahr. 2 Monate. Du hast es genannt, Kinderkrankheiten. Ja, das ist manchmal so. Denn dieses Fahrzeug ist eigentlich von der Struktur her unvergleichlich. Es gibt keinen LKW unter 7,5 Tonnen, der so eine Geländegängigkeit hat, wirst du mir zustimmen, der so leicht ist, der dann dieses ganz tolle 8-Gang-ZF-Getriebe hat, das sich fährt wie ein PKW eigentlich schon, ne? Ja, das mit dem Getriebe bin ich auch sehr zufrieden. So richtig hardcore im Gelände habe ich es noch nicht testen können. Das muss man gucken, ob das wirklich gut ist. Aber so fürs Fahren super, das Getriebe ist klasse. Ist ein Wandlergetriebe und kein Schaltgetriebe. Das merkt man halt. Vorher hatte ich ein Schaltgetriebe in einem Ducato drin. Automatisiertes dann, Schaltgetriebe. Ja, dann hat man, das ist ja eine Schaltrobotik und dann hat man im Prinzip immer so einen Totpunkt. Da würde ich lieber manuell schalten. Ansonsten, ja, es gibt leider kein konkurrierendes Fahrzeug mehr. Das ist ein bisschen schade. Und in dieser Klasse zwischen 3,5 und 7 Tonnen Allrad, da gibt es noch den Fuso und das war's dann. Ne? Ja, der Fuso ist echt super, aber der ist so hässlich. Also das Problem ist einfach, der ist von der Geländegängigkeit, von der Traglast her, von allem, ist der klasse. Der Service ist auch bei Mercedes-Benz, aber ich gucke mir den an und dann guckst du den Daily an und denkst dir, okay, das ist jetzt... Also ich bin immer gefahren, der kann viel im Gelände. Ja, ob er jetzt hässlich ist, ich meine... Ich finde ihn hässlich. Ich finde ihn auch nicht besonders schön, aber das ist nicht das letzte Kriterium, denke ich, am Ende. Ich habe auch einen getroffen damals in Griechenland auf der Fähre, der hatte eine recht große Box drauf gebaut. Der wirkt ein bisschen wackeliger als jetzt der Iveco. Also der Iveco wirkt ein bisschen stabiler. Der Fuso hat auch relativ kleine Räder, wie ich das so gesehen habe. Weiß nicht, ob man da größere kriegt. Der Motor ist der gleiche übrigens. Ist auch der Iveco 3-Liter-Motor, mit dem man allgemein sehr zufrieden ist. Und ich auch bisher.
Ja, aber es gibt nicht mehr diese, wie die Varios damals bei Mercedes, so diese Klassik. Druckluftbremse war ja beim Vario, je nachdem, was es war, dann, klar, das kriegst du nicht mehr. LKW-Technik, Druckluftbremse, ja, hat er hier nicht, hat einen gewissen Vorteil. Ich muss ja nicht jedes Jahr zur Bremsprüfung. Aber es ist natürlich das alte zischende Geräusch. Ich kenn's, ich bin früher Laster gefahren, das ist natürlich auch charmant. Passstraßen runter, ist das ein Problem, dass das so heiß wird beim Bremsen? Bisher nicht. Bisher nicht. Nee. Das heißt, du machst dann eventuell das Untersetzungsgetriebe rein? Nee, kannst dann, nee, untersetzen. Brauchst du nicht? Nee, nee. Also so schlimme Strecken bin ich jetzt nicht gefahren. Offroad bestimmt. Aber wir sind längere Touren gefahren, bergab. Ja, muss man gucken, dass der Motor ein bisschen bremst. Was mir immer fehlt, ist die Motorbremse. Die war ich früher so gewohnt. Da suche ich immer noch mit der Hacke hier im Führerhaus auch immer noch danach. Das geht nicht raus. So eine Staudruckbremse, ja. Muss man sagen. Ja. Ja, die hat er natürlich nicht, aber das ist je nach Motorleistung auch nicht besonders effektiv, aber sie funktionieren ganz gut. Also ich habe zuletzt einen Eurocargo gefahren, 4,7 Liter und da ist die Motorbremse, da brauchst du keine Wirbelstrombremse mehr. Das ist so klasse, aber die fehlt hier, das muss man schon sagen. Wenn man aber gut fährt und langsam den Berg runter, dann braucht man gar keine Bremse, weil das geht schon. Also er dreht dann relativ hoch, aber es funktioniert. Also wenn man kommt darauf an, wie viel Kehren du hast. Ja, Bremse brauchst du wahrscheinlich immer. Und je nachdem, wie schwer du bist. Ja. Also er ist jetzt, das geht eben, er hat 5,2 Tonnen. Das heißt, hier ist noch Luft. Das Auto ist für 7 Tonnen gebaut. Und ich denke, es ist ganz wichtig, ein bisschen Luft zu haben, wenn man immer auf der letzten Rille dann baut und fährt. Hast du das Selbstausbauerbuch vom... vom Uli. Vom Uli. Ja, das habe ich mir damals tatsächlich gekauft und da habe ich auch ein paar Tipps rausgenommen, ja. Weil der hat das Sternchen ja selber ausgebaut. Ich kenne den Uli ja mittlerweile ganz gut. Waren am Stand zusammen. Das ist schon ganz praktisch. Aber viele stellen sich das so einfach vor. Man braucht viel Fachwissen, viel Erfahrung. Wo kaufe ich die Kabine? Welches Fahrzeug nehme ich? Welche Heizung nehme ich? Dann das ganz große Thema sind natürlich Wärmebrücken. Das ist ein Megathema. Also zum Beispiel irgendwie Schwitzwasser und so hast du hier nicht, oder? Er ist kältebrückenfrei verbaut. Also da gibt es kein Metallteil, das im Prinzip durch die Wand geht. Das gibt es keine Aluprofile, gar nichts. Das sind alles GFK-Bauweisen. Aluprofile an den Kanten außerhalb als Schutz quasi. Die einzige Kältebrücke, die du tatsächlich hast, ist das Glas. Das Glas. Und hier unten... Hast du im Winter, wenn du hier heizt mit zwei Personen, bist natürlich ein bisschen Kondenswasser. Ja. Mhm. Aber ansonsten nichts. Auch die Schränke sind staubtrocken, also da braucht man gar keine Angst haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, seid ihr denn so ein Paar, deine Frau und du, die das aushalten auf so kleinem Raum über eine längere Zeit? Klappt gut. Ja. Klappt gut. Ja, dieses Jahr waren wir 2 Monate unterwegs, das war schon ein guter Test. Das ist nichts. Also meine Frau zum Beispiel, die geht da amok mit 3 Hunden. Wir haben so 3 kleine Hunde, mein Sohn auch mit dabei. Das ist der zu viel. Die hat da keinen Bock drauf. 3 Hunde wären mir auch zu viel, ja. Wir hatten auch noch Pech und hatten recht schlechtes Wetter im Mai, Juni, viel Regen. Und das ist dann erst recht ein guter Test. Ja. Das ist aber schon so ein Beziehungstest, so ein Wohnmobil, oder? Ja, nicht wirklich. Also ich denke, das wussten wir schon im Vorfeld, dass wir das zusammen machen wollen. Ja. Wir sind LKW. Ein bisschen Camping-mäßig unterwegs gewesen. So, das ist jetzt 7,5 Tonner. Du fährst doch große LKWs oder bist schon gefahren in deinem Leben, oder? Ich habe früher, zu Studienzeiten, habe ich damit Geld verdient, ja. Was hast du gemacht? Ich bin LKW im Werksfernverkehr gefahren. Echt? Ja. Wie lange? Von 1982 bis die letzte Tour mal 89, glaube ich. Fernfahrer? Ja, aber immer nur 6 Wochen im Sommer und solche Sachen. War das cool, mal für 6 Wochen? Ja, das war gut. Vor allen Dingen hat man an einem Stück ganz gut verdienen können, weil man viele Stunden gemacht hat. An sich waren die Bedingungen damals schon nicht so toll und heute ist es gruselig, ja. Ja, und du guckst teilweise auf den Raststätten, die tun mir echt leid, weil das ist ja, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt, dass die übernachten und wohnen in den LKWs. Aber es ist, ich glaube, es wird gemacht. Oder? Also übernachten auf jeden Fall. Da gab es irgendwie mal Gesetzesvorschläge, habe ich auch nur mitbekommen. Das große Problem ist, die kriegen überhaupt keinen Parkplatz mehr und das ist sehr schlimm. Ja. Habe ich gesehen, teilweise auf dem Standstreifen, Warnblinkanlage an, vorne zu, weil sie einfach die Zeiten erreicht haben und dann müssen die auch irgendwann raus. Alle Parkplätze überfüllt und das bei der Maut, da frage ich mich ernsthaft, wir haben einen riesen LKW-Verkehr und keine Parkplätze in Deutschland. Ja, und jetzt die Maut erhöht worden zum 1.12. Also das ist kein Spaß, was da im Güterverkehr läuft. Ja. Also, wenn ihr das nächste Mal irgendwas esst, auf dem Tisch einen Apfel oder so, denkt an die Leute, die da draußen fahren. Und cool. Ja, du hast,
ich muss das mal ein bisschen rekapitulieren. Du bist ein bisschen älter als ich, glaube ich. Du bist 57, was bist du? Ich bin jetzt 61. Ja. 61? Hast du gefärbt, oder? Nee. Hier ist so. Hier also der Bart ist schon grau, ja. 61, ist denn da so die Zeit, wo du langsam mal dran, oder ist das bei dir übergehend? Du bist ja selbstständig. Das heißt, so Rente gibt es nicht bei dir, oder? Na, ich war lange angestellt, jetzt bin ich selbstständig, berate Krankenhäuser im IT-Segment und ja klar, da werde ich auch schon als Privatier gehandelt, hatte gerade gestern ein Telefonat mit einem befreundeten auch Berater, ja, und wie du arbeitest noch. Also ich bin so in der Übergangsphase, bisschen weniger arbeiten, so wie ich angefangen habe. Ach so, das heißt, du kannst die bestehenden Projekte weiter betreuen, kannst du die Kunden aussuchen, mit denen du weitermachen möchtest, Ich habe zwei dauerhafte Kunden, im Sinne der Digitalisierung im Gesundheitswesen unterwegs. Ja. Und wir machen Digitalisierungsprojekte, die staatlich auch gefördert werden. Und da berate ich Krankenhäuser. Ich muss dringend was essen. Ich habe noch gar nichts gegessen. Geschmack im Mund. Weißt du warum? Ich bin nämlich heute um... Gleich. Ich bin nämlich tatsächlich um 2:30 gestartet, weil ich konnte hier nur 60 fahren, weil das Verteilergetriebe im Kriechgang war. Und ja, aber ich bin so begeistert hier von Iveco West, das muss man schon sagen. Also wie du hier empfangen wirst. Ja, war nett auch, dass wir uns hier zufällig getroffen haben heute. Ja. Ich hatte den Termin jetzt auch schon ein paar Wochen vorbereitet und bin heute hier hochgefahren. Ja. Ist das hier ein Insektenschutzgitter? Ach so, ja. Zeig mal, also, was sind das für eins? Das ist ausgebaut, das kann man hier einhängen, aber mittlerweile habe ich abgegradet. Mir hat auch ganz nett ein... Das ist ja witzig. Du hast auch Taschen, die du dir packst, wenn du rausfährst, genauso wie ich. Ja, ich bin jetzt auch nur 2 Tage unterwegs, deswegen. Das ist mein Büro natürlich. Dann für das schlechte Wetter und Hund gehen natürlich immer vorbereitet. Das kann ich nur empfehlen. Relativ einfache Lösung, günstig. Klett. Klett und in der Mitte so ein Magnet. Ah. Und das haben wir uns jetzt gerade erst besorgt. Im Urlaub jemanden kennengelernt, der hat uns das empfohlen. Das ist natürlich jetzt, brauchen wir es nicht im Winter. Nee, habe ich rausgemacht und das wird per Kletter dran gemacht. Da kannst du durchgehen. Und dann geht man durch und es geht von selber wieder zusammen. Also die gibt es haufenweise Hersteller. Was Cooles an so einem Aufbau ist natürlich die Sicherheit. Man schläft ja ganz anders drin, weil der potenzielle Dieb, der geht ja lieber in so ein Fiat Ducato rein. Da weiß er, wo er mit dem Schraubendreher reinstechen muss. Hier geht es auch relativ einfach. Ich habe schon ein Video gesehen, wie knackig ein Iveco Daily. Aber der muss ja dann durch die Zwischentür durch und dann wird es eng. Also die hat auch ein Sicherheitsschloss im Prinzip und einen richtigen Metallrahmen. Also die hält schon was aus. Natürlich darf man sich... Aber es gab noch keinen... Reden, weil das ist GFK und ja. Ich sag mal, hier komme ich mit der Laubsäge durch, wenn ich will. Ja, aber ich sag mal, es geht ja darum, dass ich mit dem Schraubendreher kommst du nicht rein. Ja. So. Sag mal, das Schlafen hier drin, hast du jemals das Gefühl gehabt, irgendwie unsicher zu sein, wenn du irgendwo standst, dass du auch mal weggefahren bist? Bisher noch nicht, nee. Das hängt natürlich immer davon ab, wo du hinfährst. Ja. Also man guckt sich das vorher gut an. Ja, und man gewiss, über die Jahre kriegt man so einen gewissen... So ein Riecher, wo man eigentlich steht. Wir stehen eigentlich fast nur noch wild und also frei, nicht wild. Es wird immer schlechter oder immer schwieriger. Man wird auch mal wegzitiert, so ungefähr. Ja. Aber jetzt zum Beispiel in der Türkei ist es sogar offiziell erlaubt. Ja. Kannst du stehen, wo du willst. Auch direkt am Strand geht auch? Teils, ja. Haben wir auch gestanden. Ja, ja, wir haben ja ein Video gedreht. Ich war jetzt gerade in Tunesien zusammen mit Tobi Teichmann. Und da hat sich einer eingegraben, sogar ein Cut 4x4, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Horror. Das war Horror. Da mussten die eine Straße bauen, um den wieder rauszukriegen. Die hatten den eigentlich schon begraben. Die haben gesagt, der bleibt jetzt da als Mahnmal. Ja, das zeigt aber, dass man Respekt vor dem Untergrund haben soll. Die Autos sind schwer, der Cut natürlich noch viel schwerer. Aber auch hier, das hier ist schon eine andere Nummer als so ein Ducato-Bus. Ja. Und das merke ich auch. Und dann muss man halt vorsichtig sein. Ja. Also zu mutig. Was ich cool finde an einem Auto, das ist so... Understatement. Das sieht zwar bullig aus und so weiter, aber du kannst es in keine Schublade stecken, das Auto hier. Das ist so. Ja, es ist ein Individualbau. Also es ist wirklich unser Konzept, wie wir uns das überlegt haben. Und ich sag mal, da gibt es natürlich Details, die sind nicht so super verarbeitet oder einfach verarbeitet. Ich habe überall so Aufputzkanäle für die Leitung gemacht. Zum Beispiel bei der Truma Heizungssteuerung. Siehst du das? Ja, das wird nicht jeder wollen, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt für ein Reisemobil. Es ist sehr pragmatisch gebaut. Wir hatten auch einen Wassereinbruch, weil ich blöderweise die Dachluken offen hatte und es kam Unwetter. Und dann hat man gemerkt, dass ich ein bisschen vorausschauend gebaut habe. Ich kam also sehr schnell an diese ganzen
das bisschen Zwischenboden, was wir hier unten sehen, da bin ich in ein paar Minuten dran. Die Elektrik ist so verlegt, dass sie keinen Schaden nimmt. Also ich habe da schon lange drüber nachgedacht beim Bauen. Ist das Holz? Man kommt dann alles dran. Hast du Holz verbaut hier viel? Das sind schichtverleimte Platten, ja. Okay. Ja. Sind die dicht, ich sag mal, entsprechend abweisend? Hast du die nochmal? Ja, nur die Beschichtung, das Holz selber natürlich nicht. Aber also wenn es steht, das Wasser? Hier unten habe ich Siebdruckplatten verbaut, die sind, die halten ein bisschen mehr aus, ja. Die werden auch als Schalbretter genommen, ja. Ansonsten muss man aufs Gewicht achten, ja. Und das war wie lange drin, das Wasser? Hast du es direkt gemerkt? Oder? Ja, ich habe so kleine Wassermelder und wir waren leider in einem Café und konnten nicht ans Auto, weil so schlimmer Sommergewitter war in der Türkei. Und dann ist es durch die Ritzen reingelaufen, auch hier vorne durch die Luke und ist dann runtergelaufen und in den Zwischenboden, ja. Ja, ich habe natürlich einen Max-Fan, aber der Max-Fan, das ist nicht dein Qualitätsanspruch, glaube ich. Wenn du da hier ein Loch reinmachst, dann kein Max-Fan, ne? Der Max-Fan, ist das der mit der automatischen Auf- und Zu? Nee, das ist der, den du auflassen kannst bei strömendem Regen. Da geht nichts rein. Das ist echt krass, das Ding. Habe ich bei mir am Dach drauf, zweimal. Und der ist ganz leise, kannst du nicht hören. Und geht automatisch an und aus, temperaturgesteuert. Und wir haben auch eine Steuerung dafür geschrieben. Also das heißt, du kannst ihn über die Ferne dann überwachen, gerade gut für Hunde. Aber ist natürlich aus Kunststoff. Ist natürlich jetzt nicht, wenn ich das. Ja, gut, habe ich hier vorne auch. Die Thule hier vorne ist ein Kunststoff. Aber da bin ich auch nicht so zufrieden, muss ich sagen. Du musst den Max-Fan holen. Guck dir das Konzert an. Ich habe den auf der Messe da in Friedrichshafen gesehen, ja. Wird in Amerika millionenfach verbaut. Ja. Also jedes Auto hat einen Max-Fan. Okay. Also auch irgendwelche Handwerkerautos haben den alle eingebaut. Und das Geile ist, der hat so eine riesen Haube hinter. Und das heißt, der Lufteinlass ist ungefähr einen halben Meter weiter auf der anderen Seite. Mhm. Der zieht sich da seitlich an. Okay. Ja, ist nur so ein. Ja, aber das lernt man dann so. Also jetzt machen wir die Luken immer zu. Gut, aus Schaden. Also wie gesagt, es geht darum, pragmatisch zu bauen. Und ich habe zum Beispiel die ganze Elektrik ist hier unten drunter. Da komme ich auch relativ einfach dran. Gut, du weißt natürlich. Die Batterie, hier ist das Votronic drin. Sag mal, solltest du den jemals verkaufen? Gibt es einen Schaltplan? Hast du einen angelegt? Ja, habe ich gezeichnet. Ja. So, da ist die Votronic. Und das Votronic-Zeug ist ja für die Ewigkeit, oder? Ich bin zufrieden. Funktioniert. So, das ist wichtig. Sachen und ich habe relativ wenig. Ich habe hier ein kleines Schaltpanel, das habe ich selber gemacht. Habe ich schon gesehen. Mal wichtig ist Pumpe ausstellen, ne, falls mal irgendwas undicht war. Und wir hatten tatsächlich nach 2 Jahren die ersten Fittinge, die mal gekracht sind, obwohl ich Messing genommen habe. Das ist übrigens ein Tipp. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht. Wir haben einen Filter, einen Japsco-Filter, Kunststofffilter, haben viel im Einsatz. Das Ding ist eine Fehlkonstruktion. Und zwar, wenn der voll ist, wird der unten schwer. Und da er aus Kunststoff ist, wackelt er immer hin und her. Und dann reißt nämlich am Gewinde der Filter kaputt. So, und ich mache immer, und ich habe es jetzt gerade nicht gemacht, aber ich mache, wenn er steht, mache ich es nicht. Aber wenn ich fahre, mache ich nämlich immer die Pumpe aus, weil es kann immer passieren. Und dann ergießt sich der komplette Wassertank ins Auto rein. Ja, das ist also, wenn du dann voll getankt hast, hast 200 Liter, die gehen, bis die Pumpe nichts mehr zu fördern hat oder vielleicht heiß läuft, ja. Also ich habe bei mir so eine Schaltung, die geht nach 5 Minuten aus, kannst du machen, also bei Dauerbetrieb, aber auch in 5 Minuten, die macht, ich glaube, die macht pro Sekunde, macht die in ungefähr 200 Milliliter, das kannst du dir vorstellen. Ja, das ist zu lang, ja. Ja. Also es geht nur 5 Minuten, deswegen ist beim Duschen. Ja, schön, Druckwasserpumpe drin, hast du einen Grauwassertank hier? Ja, 3 Stück habe ich. Die habe ich außerhalb gebaut, in den Zwischenrahmen. Hier 1 und 2 für die. Und die sind verbunden und dann in Ablauf. Ja. So, und das heißt also, was würdest du jetzt beim nächsten Projekt wieder anders machen? Aus was hast du noch gelernt hier bei dem hier? Oder ist der schon so, wie er ist? Würdest du sagen, den würde ich gerade nochmal bauen? Also nochmal, mehr Raum ist natürlich immer gut. Mhm. Ja, das ist so der Balanceakt, den man die ganze Zeit so hat, wie optimiere ich das? Ich würde mir überlegen, gasfrei zu bleiben, mehr mit Strom zu machen, Photovoltaik und Gas vielleicht nur Flaschen für Außenkocher oder sowas. Gut, ja. In den Ländern, wo du bist, geht's ja. Aber ich bin laufend, also wenn das so wäre, wäre ich immer leer. Also deswegen, wir haben uns ja eben noch unterhalten, Zusatzbatterie und wie macht man das, Batteriekonzept. Du bist aber oft im Süden dann wahrscheinlich, oder? Richtig, ja, mir hauptsächlich im Süden und im Sommer bisher, ja. Also im Winter ist natürlich eng mit Photovoltaik alleine. Also so ein Hybridkonzept, wie es hier ist, ist für das Auto in der Größe eigentlich gut. Sind wir ganz zufrieden.
Es gibt bei Outbound, vielleicht hast du es gehört, die UV-Strahlung könnte den Kleber bröselig machen. Hast du davon gehört? Noch nicht, nee. Das ist ganz interessant. Ja. Nee, ist, habe ich durch. Ja, ich bin mich im Moment extrem für Fenster am Umgucken. Okay. Also es ist so, weil die KCT-Fenster natürlich teuer sind, muss man schon sagen, und sie sind schwer. Ja. Aber ich sehe, so langsam sehe ich die Unterschiede. Das ist immer, wenn ich so ein etwas älteres Outbound-Fenster sehe, dann siehst du natürlich schon, aber es tut was es soll. Oder? Ja, aber es ist ja auf die Planungsphase ist ja fast 4 Jahre her. Und heute hast du schon wieder einige Hersteller dazu bekommen. Und ich würde immer wieder neu evaluieren und gucken, ja. Genau, das ist wirklich damals so. Damals war es gut, ich bin zufrieden mit denen. Nein, die funktionieren ja. Also ist jetzt. Das ist man kriegt es auch nach. Den Rollos, die muss man halt mal irgendwann auch mal. Die kriegt man relativ leicht raus, dass man sie auch gereinigt bekommt. Ne? Und das Auf- und Zumachen geht auch ganz gut? Ja, bin ich eigentlich zufrieden. So, wir sind durch. Du fährst jetzt nach Hause, oder wie? Ich fahre jetzt Richtung Heimat. Ja, ich glaube, die Spur wird noch eingestellt und dann fahren wir Richtung Heimat. Ja. Okay, das heißt, das Spur einstellen, das können sie drin und das machen die. Gut. Ja, lieber Kai aus MTK, mein Taunuskreis. Und vielleicht sehen wir uns ja mal. Wir haben uns ja gegenseitig ausgetauscht. Du schickst mir mal die Daten. Und die Gruppe, wie ist der Name nochmal von der Gruppe? Wie heißt die? Das ist einfach nur ein E-Mail-Verteiler. Ach, ein E-Mail-Verteiler? Ja, die machen gar nichts über WhatsApp oder sonst wie. Und da gibt es einen, der das administriert. Das ist ja cool. Das heißt, wenn einer was hat, kann er ihm das schicken und er verteilt das an alle. Oder? Nee, es wird direkt. Jeder kriegt den Verteiler und wer was schickt, der schickt es gleich in den Verteiler. Das ist ja cool. Das finde ich gut. Ja, da gibt es Zeiten, da kommt jeden Tag irgendwas rein. Und natürlich solche Tipps. Also ich werde das jetzt mit den Felgen reinstellen, ja. Nachdem ich gefahren bin. Sehr schön. Kai, wir gehen nochmal raus und dann musst du auch gleich mal mit deinem Hund, wie ich nämlich denke. Und die nächste Tour geht wohin? Nächstes Jahr haben wir Griechenland und Portugal. 2 kleinere Urlaube. Griechenland und Portugal? Was heißt? Also zweimal. Wie lange dann? Wissen, ich habe im Frühjahr nach Portugal oder im Herbst nach Portugal oder umgekehrt. Aber was ist denn kleinerer Urlaub von der Länge? 3 Wochen. Ja. 3 Wochen ja, pro. Frau ist da angestellt. Ja. Also 6 Wochen sind das dann zusammen. Ja, ja. Aber an sich, die Tendenz heißt dann in den nächsten Jahren auch mal ein paar. Kann deine Frau auch bald raus? Gerne über den Winter jetzt. Ein bisschen länger wegfahren. Also so November, Dezember ist schon in Deutschland irgendwie nicht so die Waffe. Ist das der Kühlschrank? Das ist der Kühlschrank jetzt höchstens. Er ist schon laut. Ja, ja. Es gibt die Version gibt es mit so einer Art Kältespeicher, dass du nachts ausschaltest. Wir stellen trotzdem manchmal nachts aus. Achso, passiert ja nichts. Der ist ja schon gut isolierend. Da ist das Bier halt morgens, hat dann halt 8 Grad statt 7. Ja, das ist morgens relativ wurscht. Gut, komm, let's go. Ja. Da ist der süße Kleine gerettet von, wo kam der her, der Hund? Athen. So, das ist interessant, wenn man im Ausland ist, wie viele wilde Hunde es gibt. Das ist, man ja, muss der nur... Der ist über eine Gesellschaft gekommen, Hunde in Not, Main Taunus, Rhein-Main, glaube ich, heißen die. So, die Treppe ist auch sehr interessant, wenn du mir einmal kurz mal zeigst, die Treppe, wie die geht. Die Torxlift, die kommt aus dem Flugzeugbau, das ist ein amerikanisches Modell und die habe ich... Ist mir zugelaufen. Relativ einfach. Was heißt zugelaufen? Das habe ich nicht verstanden. Ja, ich habe nach Treppen gesucht und da gibt es ja viele elektrische und dass man hier einen Ausschnitt macht und sehr kompliziert. Und, Ach, du kannst ihn nicht öffnen, wenn du drin bist. Ja, das ist der Einzige. Das heißt, da gehst du von durch den Einstieg wahrscheinlich durch nach außen, machst du dann auch. Ja, oder spring hier raus. Echt? Ja. Mit 61? Ja. Warte, ich zeig das mal gerade. Das ist ganz schön hoch. Ja, das geht noch. Aber du bist fit, oder? Ja, gib mir Mühe, fit zu bleiben, ja. Mach noch ein bisschen Sport. Und ja, ich finde sie ja relativ, die war nicht teuer. Die hat, glaube ich, 800 Euro gekostet. Den Rest habe ich selber gemacht mit einem Schlosser zusammen. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden. Ein Vorteil hat sie nämlich, wenn du sie rausmachst, du kannst, auch wenn du schief stehst, du kannst sie ist flexibel. Ah. Ja. Und sie hat hier oben auch noch mehrere Winkel. Da kannst du sie anpassen. Ja, ja. Also, warte, ich zeig mal, die heißt Glow Step Revolution, heißt sie. Aircraft Grade Aluminium. Also genau, und da gibt es einen, ich glaube, einen Händler in Deutschland dafür. Den habe ich damals, war ja alles noch Pandemiezeit, angeschrieben und dann habe ich die gekauft. Mit einer Stufe mehr, die kannst du selber rausbauen, relativ einfach. Aber was ist hier drin? Das ist Findus-Kiste. Findus-Kiste da, in der Kiste? Hier ist Werkzeug. Werkzeug. Und hier ist der Kofferraum. Da sind jetzt die Felgen drin, unter anderem auch deine Stiefel. Hier das ganze Hundezeugs. Hier haben wir so ein Kistenprinzip für...
im Prinzip auch für Einkäufe, die mal schnell hier rein. Hier habe ich einen Außenkocher, der wird hier dran gesteckt. Mhm. Und mit Gas Bajonettverschluss hier. Hier habe ich noch einen 50 Liter Trinkwassertank mit einem extra Zapfsteller. Und da hinten ist der 200 Liter Tank. Und wie man sieht, man kommt an alles einfach dran, wenn mal was kaputt ist. Das war mir sehr wichtig. Das sieht nicht immer sehr schön aus. Mhm. Es ist aber pragmatisch und es geht immer was kaputt. Das ist so. Was geht gerne kaputt? Immer irgendwas. Immer was Neues. Alter, ein Fitting, wie gesagt, ein Verbinder von der Wasserleitung. Irgendein Kram geht immer kaputt. Ja. So, das sind die Länder, wo du schon warst. Ja, genau. Wenn du mir die mal kurz verrätst, links oben ist? Das hier ist Bulgarien, glaube ich. Bulgarien daneben? Das müsste Montenegro sein, ne? Okay. Kann das sein? Jetzt keine Ahnung. Was sind das hier, das Gelbe? Ungarn. Das ist Ungarn. Das Gelbe? Boah, jetzt hast du mich erwischt. Du. Nicht schlimm. So, da warst du aber auch schon. Da sind wir dieses Jahr durch die ganzen Länder lang, ja. So, Mosquito Hofheim, da sehe ich gerade. Fußballverein, ja. Sehr schön. Sag mal, irgendwie mit Fahrrädern, du bist nicht so der Fahrertyp, oder? Da hinten ist eine Halterung, da passt eins rein. Okay, eins. Und eins haben wir immer dabei, ja. So, sehr schön. Da, wo jetzt die Felgen stehen. Komm, ich zeig's nochmal komplett. Das ist dein Schätzchen mit den neuen Felgen, die sich gewaschen haben. Und ich muss ehrlich sagen, 700 Euro pro Felge ist okay. Gut, da kommen noch mehr Kosten mal dazu. Mal abwarten. So um den Dreh rum. Um den Dreh rum. Sehen, was ich gleich für eine Rechnung kriege. So, die wird auf jeden Fall spannend. Aber man muss sagen, unkompliziert sind die Leute hier. Die haben echt Ahnung. Ja. Und wenn du guckst, was andere Felgen kosten, da kosten Satzfelgen 10.000 Euro. Und die gehen nicht so raus wie die hier. Ja, also die sind schon hier sehr, ich sag mal, kundenorientiert am Helfen, aber überlastet wie alle Werkstätten. Also es ist immer ist wirklich mühsam so. Mit dem Telefonieren und Terminen und so, aber das geht allen so im Moment, ja. So, Kai, vielen Dank. Heute haben wir den 7. Dezember 2023. Wir sind in Düsseldorf am Rhein bei Iveco West und haben den Kai getroffen. Tschüss.